Die Hambacher Fahne ist zurück im rheinland-pfälzischen Landtag. Vor rund 190 Jahren haben ganz, ganz mutige Menschen, die für Demokratie, Freiheit gekämpft haben, diese Fahne auf das Hambacher Schloss getragen. Ich denke, dass das ganz spontane Aktionen waren und dass man dann vielleicht versucht hat, wie kriegen wir jetzt schnell diese Fahnen besorgt und genäht? Wer näht das? Ich denke mal, das waren diese jungen Menschen, die dorthin gehen wollten. Die haben in ihrer Familie wahrscheinlich gesagt, woher bekommen wir den Stoff? Wer näht die uns? Die Mütter, die Töchter, die Schwestern. Bei der jetzigen Restaurierung haben wir gemerkt, dass das Rot immer weiter bricht und dass wir zusätzlichen Schutz brauchen. Und deswegen haben wir den roten Bereich anschließend noch mit einem passend eingefärbten Polyamid-Tüll überdeckt. Das heißt, es ist jetzt sozusagen wie in einem Sandwich. Unten ist dieser dünne Baumwollstoff, von oben ist dieser Polyamid. Also alles Handarbeit, genau. Und die Fäden sind ganz, ganz dünn. Hierfür nehmen wir hauchfeine Baumwollfäden. Und die werden vorher gefärbt in der Farbe, wie das Stück jetzt aussieht. Eine Ikone. Kein anderer Gegenstand steht so für Demokratie wie diese Fahne schwarz-rot-gold. Wenn man sie so runterhängen lässt, frei, dann sieht man nicht alle Streifen. Aber mir war das wichtig, dass sie so zu sehen ist, dass sie wirklich in den drei gleichmäßigen Streifen hergestellt ist. Dass diese Farben für unsere Nation stehen, dass wir stolz sein können, einer der ganz, ganz wenigen Fahnen des Hambacher Festes hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag zu haben. Und das ist ein bewegender Moment, wenn die Fahne wieder zurückkehrt und die Plenarsitzungen zukünftig wieder unter dem Anschein der Fahne stattfinden.